So, hallo Leute, ich möchte euch ein Spiel vorstellen, beziehungsweise ich möchte es kurz anspielen, und zwar Motorsport Manager Mobile 2. Es gibt ja auch den Motorsport Manager für PC auf Steam. Das ist jetzt der Nachfolger von dem allerersten Motorsport Manager für iOS und Android. Und ich möchte euch kurz zeigen, ich habe schon meine Karriere angefangen, um was es hier geht, beziehungsweise was hier so die Funktionen sind, was man für Möglichkeiten hat und ja, einfach mal kurz ein Rennen zeigen, die einzelnen Funktionen und ja. Ich habe schon zwei Saisons gespielt. Mittlerweile ist mein Team in der, also in der, ist immer noch in der dritten Liga, European Racing Series. Ganz vorne mit dabei, man sieht's. Das ist im Prinzip jetzt hier der Startbildschirm. Rechts oben sieht man das aktuell, das Geld, wie viel man hat, 10 Millionen. Und das, was man pro Rennen plus oder minus macht, zurzeit minus 146.000 Dollar. Jetzt nicht so schlimm. Und dann haben wir noch links die Übersicht über die Rennserie. Da kann man auf Platzierung drücken. Da sehen wir 2019, also ich bin in der dritten Saison. Zurzeit führe ich nach drei Rennen mit meinem EK2K-Team. Mit 89 Punkten knapp vor Eastwood. Fahrer führt Samantha Bain. 59 Punkten vor Lara. 45 und Rob Marshall habe ich auf Platz 10. Also sieht ganz gut aus in der dritten Saison. Das Ziel von mir ist jetzt natürlich hier Platz 1 zu werden, um in die nächste Racing League aufzusteigen. Das ist im Prinzip wie beim Motorsport Manager für PC. Das ist die European Racing Series, dann gibt es die Asia Pacific, glaube ich. Ich kann hier gucken. Asia Pacific Super Cup, genau, das wäre dann die nächste Stufe. Und die World Motorsport Championship, dann die letzte Stufe und das ist im Prinzip die Formel 1. Ja. Genau. Ja, das ist ähnlich wie auf dem PC auch. Jetzt gehen wir hier mal zurück. Was hier ein bisschen alles so ein bisschen anders ist, ist natürlich alles etwas vereinfacht, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das richtig gut gemacht eigentlich. Was man hier auch machen kann, natürlich, ist unter dem Punkt Fahrzeuge. Jetzt sehen wir ja bei Startaufstellung Erster, das bedeutet, dass meine am besten entwickelt sind, meine Autos. So, da sieht man hier zum Beispiel Wagen von Bain. Kann man jetzt hier durchklicken, Fahrzeug von Bain. Sieht man die einzelnen Teile. Jetzt haben wir zwei Einheitszelle hier. Der Frontflügel, insgesamt, also Platz 1. Beste Frontflügel vom ganzen, in der ganzen Meisterschaft. Von allen Teams. Beste Bremsen, beste Heckflügel. Und die beste, nee, beste Bremsen stimmt nicht. Das ist nur Platz 2. Aber da hat das Fahrzeug von Marshall die beste. Aber die Zuverlässigkeit ist da, wie man rechts sieht, nur 46%. Deshalb, habe ich die da Bane gegeben. Und ja, das finde ich hier ganz cool gemacht. Dann gibt es hier noch die Bonuswerte, Fahrzeugboni, Bonusübersicht ansehen. Wenn man das jetzt hier Aerodynamik, habe ich jetzt einen von drei freigeschalten. Da habe ich verbesserte Leistung auf nasser Strecke. Ja, dann braucht man zum Beispiel bei Fahrverhalten, Fahrer macht keine Unfälle, brauchst du viermal das Lenkrad. Ist natürlich auch cool. Ja, und so gibt es noch verschiedene Boni, die man auch beachten kann, wenn man jetzt Fahrzeugteile entwickelt oder halt kauft. Also man sieht hier nochmal die Fahrzeuge, die Übersicht, wo wir vorhin waren. Dann kann man natürlich Teile bauen. Was ich auch gleich nochmal zeigen werde, ist auch ganz cool gemacht. Teile kaufen kann man auch. Was wiederum gut ist, zum Beispiel für Teile, wo man jetzt, wenn man hier auf Entwicklung geht, hier. Zum Beispiel kann ich noch keine Heckflügel bauen, da muss ich erst mein Hauptquartier verbessern und das ist auch nicht ganz billig.
Das heißt, ich kann hier mal einen Heckflügel kaufen. Hier einer der 479 plus 107 und minus 6% Zuverlässigkeit kostet 4,3 Millionen. Ist jetzt schon teuer. Und ich habe 10 Millionen. Das ist jetzt, man kann jetzt nicht denken, oh, 10 Millionen, also kannst du locker leisten. Also die 10 Millionen, die habe ich noch fast komplett aus der vorherigen Saison. Und beziehungsweise nach der vorherigen Saison, wo man die Boni bekommt, noch kaum was ausgegeben. Insofern, man braucht halt später noch Geld für Fahrzeugentwicklung und für die nächste Saison und so weiter und so fort. Also, ja, da gibt es schon einiges. Ja, ansonsten, hier können wir nochmal die Fahrzeuge gucken. Ansonsten, ja, Teile bauen. Ja, da können wir jetzt mal vielleicht ein Teil bauen. Jetzt gucken wir mal schnell. Ja, im Prinzip habe ich überall die besten Teile, ne? 406. Bauen wir mal noch einen neuen Frontflügel. Teil bauen. So. Jetzt sieht man das hier folgendermaßen. Jetzt kannst du hier auswählen für die Ingenieure, die man eingestellt hat. Für drei Ingenieure habe ich. Und jetzt kannst du für die Teileentwicklung was auswählen. Ich nehme ja Leistung plus 17 ist ganz gut. Und rechts sehe ich dann geschätzt, wie der Frontflügel dann aussehen wird, wenn er denn fertig entwickelt ist. So, jetzt nehmen wir bei Jillian Blockley 8%. Jetzt sind wir bei Zuverlässigkeit 48%. Leistung ist plus 17. Nehmen wir vielleicht mal Leistung plus 10. So, gut. Und jetzt kommen hier nochmal so Spezial. Entwicklung kann ich jetzt noch ein was auswählen. Hier Führungsbonus bringt halt nochmal, sieht man jetzt gleich, plus von den ganzen Werten, was natürlich auch cool ist. Aber ich will vielleicht auch noch ein paar Boni nehmen. Nehmen wir mal das mit rein. Kosten 56.000, dauert eine Woche. Teil bauen. So, bestätigen. Geld geht runter. So, wir neue Flügel sollten uns ein bisschen besser werden, bla bla bla. Gut, im Prinzip ist das die Teileentwicklung oder Teil kaufen. Gehen wir mal zurück zum Startbildschirm. Und ja, jetzt haben wir hier die Fahrer. Das sieht man, Nummer 1, Nummer 2, Rap Marshall. Alter 18, der kam aus meinem eigenen Jugendprogramm. Man sieht hier noch das Jungfahrerprogramm rechts, was auch ganz cool ist. Da kann man jetzt sehen, Fortschritt ansehen, wie meine jungen Fahrer sich entwickeln. Und nach jedem Rennen kann man denen sozusagen einen Punkt verteilen und muss einen von den drei Fahrern, halt auswählen, wem man denn da die Punkte gibt. Aktuelles Potenzial sieht man hier gerade mal 20. Ja. Aber Zeitung sehr hoch. Das Potenzial 33, ja. Also, das sieht man dann nochmal nach einem Rennen. Wir fahren ja gleich noch ein Rennen. So, Ingenieure. Hat man drei Ingenieure, könnte man jetzt, läuft noch neun Rennen, neun Rennen, fünf Rennen, kann man dann neu einstellen. Und so weiter, wie es halt üblich so ist, auch in den anderen Spielen. Da brauchen wir jetzt nichts groß zeigen. Hauptquartier ist noch ganz interessant. Hier hat man halt verschiedene Pfade, die man da gehen kann. Bei den Teileentwicklungspfad bin ich bisher bei, habe ich die Bremsenentwicklung freigeschalten und die Teamleitung in Teilentwicklung verfügbar. Jetzt kann man da noch weitergehen. Heckflügelentwicklung freischalten kostet schon 10 Millionen. So, oder hier plus 2 Mechanikbonus auf beide Fahrzeuge kostet 4 Millionen. Das ist eine Überlegung wert. Tonentwicklung kostet gleich mal 20 Millionen. Getriebe. Und das kommt noch später. So, hier mache ich gerade, nach einem Rennen ist der sechste Sponsoren-Slot freigeschaltet beim Finanzen. Plus ein Teil verfügbar würde auch noch gehen, kostet 1 Million. Beim Finanzen und im Bereich Fahrer habe ich bisher freigeschaltet, plus eins überholen bei den Fahrern, plus eins Kurvenverhalten könnte man vielleicht mal ausbauen. Kostet nur 1 Million. Und ein plus 50% auf Verbesserungsraten. Ich mache vielleicht mal bei plus 1 auf Kurvenverhalten des Fahrers 1 Million, das können wir uns schon mal leisten. Weiter.
Startbildschirm. So. Gut. Sponsoren ist im Prinzip ähnlich wie beim Motorsportmanager. Wenn neue Sponsoren verfügbar sind, klickt man drauf, hat verschiedene zur Auswahl und wählt sich dann einen aus. Mit hier sieht man Zielposition 12. oder besser bekommt man 500.000. Dritter oder besser bekommt man 800.000 insgesamt. Und so weiter. Ja, der Sponsor ist sogar besser. Ja. Und hier sind die festen Sponsoren, wo man Zahlungen pro Rennen und Vorauszahlungen bekommt. Genau. Aber machen wir weiter. Genug erzählt. Was haben wir hier oben noch rechts? Naja, die Bilanz. Okay. So. Ja, machen wir Dilemma. Was haben wir hier so einen Auswahlpunkt? Für Bane, Boss auf der Guild-Versuchung ist ein Mischung von ein paar Überrunden zu drehen. Ist teuer, aber Streckenerfahrung lohnt sich. Verbesserungspunkte plus ein. Ja, machen wir mal. Eine Million. So. Ja gut, Verbesserungspunkte gibt es hier eigentlich, die man verteilen kann. Problem ist, Simensa Bane ist überall komplett entwickelt. Sieht man nochmal den Verlauf. Die Meisterschaft gewonnen. So. Wollte ich auch nochmal gucken bei Rap Marshall. Hier sieht man, unten die Zahl ist das Potenzial und oben die Zahl, wie es aktuell aussieht. Also der hat schon noch ganz gutes Potenzial. Bin ich mal gespannt. Aber so, machen wir erstmal weiter. Weiter. Die Woche wird jetzt... So, Frontflügel ist fertig. Bau von Teil abgeschlossen. Jetzt sieht man gleich Frontflügel. Bam. Ah. Leistung ist 3 besser als erwartet. Zuverlässigkeit leider 2 Punkte schlechter als erwartet. Schade. Aber gut. Jetzt wählt man aus, wer den bekommen soll. Gute Frage jetzt. Was machen wir da? Der alte Frontflügel hat eine Zuverlässigkeit von 77%. Ja. Habe ich eigentlich keinen Bock. Oh, hat neue Boni freigeschalten dann. Und hat jetzt fast ein gleichwertiges Auto. Bloß die Zuverlässigkeit ist nicht so gut. Muss das nächste Mal mehr auf Zuverlässigkeit vielleicht gehen. So, was hat er denn für Boni freigeschalten? Verbesserung. Fahrer macht keine Unfälle. Na, das ist auch geil. Verbesserte Leistung im Qualifying ist bald fertig. Da bräuchte ich dann noch einen. Schnellere Rennstarts, Raketenstart. Naja, gut. Also Marshall hat jetzt auch ein sehr gutes Auto. Eigentlich könnte man nochmal gucken, ob man jetzt vielleicht am Frontflügel... Wir müssen eigentlich nochmal was machen. Für Zuverlässigkeit. Ich entwickle mal noch ein Teil bauen. Würde dann die Bane bekommen. So, aber jetzt machen wir mal hier weiter. Start. Gespeichert. So, jetzt sind wir hier am Anfang vom Rennen. Jetzt wählen wir, wie auch schon beim Motorsportmanager für PC bekannt, einen Sponsor aus. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Auto, also dritter oder besser ist durchaus möglich. Das heißt, Qualifying und Rennprämie ist mir jeden ist extra. Wenn ich beides schaffe, bekomme ich 600.000 plus. Dann schauen wir mal. So, bei den langsamen Kurven und dieser Strecke kann man davon ausgehen, dass die Fahrzeuge nicht sich gut schlagen werden. Okay. So, jetzt haben wir das Qualifying. So, dann schicken wir mal Rap Marshall raus. Wählen wir hier den Reifen aus für die Fahrt jetzt im Qualifying. Natürlich jetzt erstmal weich, ist ganz klar. Fürs Qualifying.
Und hier wählt man halt die Konfiguration aus. Hier haben wir links sieht man ja Kurvenanzahl 12, Mittelzeit mit Vollgas 58%. Ja. Entweder Kurvenverhalten oder Aerodynamik oder neutral. Also Gangstufe lasse ich auf jeden Fall auf neutral. Fahren wir mal Kurvenverhalten und neutral losschicken. Das gleiche machen wir mal hier bei Siemens Ben, so mal ein bisschen schneller hier. Und fahren wir mal die erste Qualifying-Runde. So, ja, das ist im Prinzip der Rennbildschirm. Hier hat man noch Datenzentrum. Da wird dann immer die Zeit aber angehalten. Zeiten, Wetter kann man sich hier anschauen. Also schon echt komplex sogar. Also ist jetzt nicht so ganz einfach. Und das Spiel ist, kostet ja auch Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Ich glaube 5 Euro. Kostet's. So, jetzt sieht man hier die Zeiten. Grün, grün, grün. Marshall, Platz 3. Oh, sieht nicht so gut aus. Bane, Platz 1. Sehr gut. So. Dann fahren wir jetzt nochmal mit einer anderen Config raus. Aerodynamik auf neutral und Gangstufe neutral. Lass mal losschicken. Also Reifen haben wir hier glücklicherweise unendlich zur verfügbar. Wie gesagt, das ist ja nicht so komplex gemacht. Und jetzt fahren wir hier nochmal raus. Mit einer anderen Konfiguration. Ich meine, für Ben sieht es ja ganz gut aus. Platz 1. Aber Marshall ist noch nicht so... So, gucken wir mal. Grün auf jeden Fall scheint die Config besser zu sein. Ja, zumindest bei Marshall, aber nicht bei Bane. Komisch. Obwohl Bane knapp fährt. So, Marshall verbessert. Ja, und Bane nicht verbessert. So, einmal können wir noch rausfahren. Warten wir noch kurz ab 3 Minuten. So. Unten sieht man die Zeiten, wie man gefahren ist. Also neutral, neutral ist ja klar besser bei ihm. Kurvenwald neutral. Schicken wir nochmal mit der Config raus. Dem Setup besser gesagt, nicht Config, Setup. Ist ja in der Motorsportsprache. So, und bei ihm, wie sieht es hier aus? Boah. 1.27, 1.21.2. Hier war klar das andere Setup besser. Fahren wir nochmal so los. So, aber die Zeiten, naja. Eine Sekunde, richtig scheiße. Dritter hat Startplatz, aber besser als nix. So, und jetzt geht's gleich weiter zum Rennen. Immerhin haben wir den ersten Teil geschafft, 400.000 bekommen. Dritter und 12. Startplatz. So, das ist sehr lascherie. Okay, jetzt geht es natürlich gleich mal richtig los mit Regen und so weiter, also Intermediates. Jetzt gucken wir noch auf die Rennkonfiguration. ...21,5 bin ich nur gefahren. Ich lasse das Setup so. Benzin ist immer Volltank.
Aber man sieht auch gleich hier noch, man kann den Fahrstil einstellen. Das heißt, wenn man den Motor auf Überholen stellt, verbraucht er natürlich mehr Sprit, als man zum Schluss hat. Und bei aggressiver Fahrweise werden natürlich die Reifen höher abgenutzt. Ist klar. Stimme mir von ohne Stall oder bestätigt. Achso, mir von E mit, genau. Bei ihm, wie sieht das hier nochmal aus? Neutral, neutral. Ja, neutral, neutral. So, naja, fahren wir los. Alle auf Intermediates, aber es scheint noch nicht zu regnen. Das sind 2 Minuten, okay, gut. Deshalb fahren alle mit Intermediates los. So, Marshall hat es richtig nach hinten durchgereicht. Toll. Und Ben fährt auch nicht wirklich so super. Ich glaube, keine guten Regenfahrer hier. So, mal gucken, wie es mit der Wettervorhersage. Okay, bleibt erstmal mit regnerisch. So, Marshall kämpft sich wieder nach vorne. Gut. Jens Dött hier. Schon richtigen Vorsprung. Gute Regenfahrer. Aber jetzt wird es so langsam auch für mich besser. Gucken wir nochmal, wie das Wetter aussieht. Naja, das bleibt noch regnerisch. Aber jetzt sind wir schon Platz 5 und Platz 6, beide Fahrer. Das kommt wird immer besser nach vorne hin. Boah, Marshall, was macht der denn hier? Der dreht ja richtig auf im Regen. Platz 3 jetzt schon. Na, Ben hat noch ein bisschen so Probleme. Wir haben schon 8 Sekunden auf Jüns hier. Das ist natürlich ganz schön. Man sieht zwar jetzt rechts, dass man da schon Sprit mehr als genug übrig haben, um das mal höher zu stellen, aber da warte ich noch. Ich gucke mal, wie es mit Wasser aussieht. Geht so langsam runter, wir müssen einmal Reifen wechseln. Schon vorher. Sieht's aus, wer geht zuerst rein? Jetzt rein hier. Hier könnte man jetzt noch reparieren, das kostet halt über 10 Sekunden. Hab jetzt keinen Bock. Da fährt zuerst rein. Ben bleibt eine Runde länger draußen. Jetzt könnte man hier mal. Naja, Ben raus, rein, besser gesagt. Box. Bisschen schneller fahren. Sieht man rechts, dass da der Sprit runtergeht. Aber ganz schön, da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht übertreibt. So. Ich bin sogar vor Jöns Dött hier rausgekommen. Mit Marshall. Sogar richtiger Vorsprung. Krasse Scheiße. Ben auch. Krass. So, 008. Machen wir jetzt wieder auf Motormodus neutral. Ben. Kann jetzt ja auch mal ein bisschen Tempo machen. So, in 14 Minuten kommt die Sonne raus.
Das heißt, dann müsste man irgendwann auf Soft oder Super oder Medium wechseln. So. Jetzt Marshall Erster. Rodriguez auf 2. Rodriguez vorbei, ja gut, klar, die besseren Reifen. So, wie sieht's hier aus? Naja, 12 Minuten noch. 63% der Reifen bei Marshall. Ich hoffe, der Reifen hält noch ein bisschen durch. Platz 2 und 3 sieht erstmal ganz gut aus. Ich muss auch bloß gucken, dass ich hier nicht die. Haben wir für Rundenzeiten eigentlich? Ja, fahren ganz gute Rundenzeiten. Letzte Runde 1:35,0. Bane sogar 1:34,6. Und Jens Dött hier 1:35,2. Sieht gut aus. Ja, bei Marshall 34% das Auto. Das sieht nicht so gut aus. 52% der Reifen. 9 Minuten noch, bis die Strecke trocken ist. Das ist sonst. Oh, jetzt haut Rieges schnellste Runde. Prozent der Reifen. Okay, Bane will jetzt schon Trockenreifen. Da warten wir noch. Nee, nee. Eine Runde noch. Und erstmal geht Marshall rein. Jetzt auf Trocken. Runde 13 von 19. 6 Runden noch. Medium oder Soft? Soft. Reparieren gibt's nicht. So, Ben muss noch eine Runde länger mit Intermediates fahren. Bisschen feucht ist ja die Strecke noch. Okay, fährt auch rein. Oh. Aber hat dann bessere Reifen, was auch nicht schlecht ist. Mal richtig Gas geben hier. Auf harten Reifen jönstet ihr raus. WTF, warum das denn? Marshall ist das einzige auf Soft. Die sind alle auf Medium. Ne, Melmus. Platz 1 und 2, ja, sieht gut aus. Und dahinter kommt Jöns Dütt. So, können wir noch ein bisschen Gas geben, Marshall, dass wir da gut durchkommen. An zu regnen gerade? Nee. Ups. Zurück. Aber sieht richtig gut aus. Könnte ein Doppelsieg werden. Nicht mehr viele Runden. Das wäre natürlich gut für die Teamwertung. So, jetzt müssen wir hier wieder auf neutral stellen.
Oh, ist Trambi ausgeschieden. So, naja, kann man ein bisschen schneller stellen. 50% der Reifen noch. 47. Wird eng. Oh, das Auto oben bei Ben sieht auch nicht so gut aus. Und der Vorsprung ist noch locker. Brauchen wir gar nichts machen. Aber jetzt ist die letzte Runde. Das dürfte locker reichen. Ja, das sieht nach einem ungefährdeten Doppelsieg aus. Marshall gewinnt vor Bane. Sehr gut. Das lief doch mal hervorragend. Also die Saison könnte ich es schaffen, die nächste Rennserie aufzusteigen, wenn es so weitergeht. Und so haben sie natürlich erreicht. Hier sieht man jetzt nochmal die Übersicht mit den Boxenstopps, zwei Boxenstopps. Doppelsieg. Ja, Meisterschaftspunkte, das kriegt hier in der Klasse jeder Punkte. Egal welcher Platz. So, Teamwertung. Ja, da haben wir jetzt auch schon immerhin 11 Punkte Vorsprung. Sieht gut aus. Und Bane hat ja auch richtig gut im Vorsprung auf den zweiten Platz für die Fahrerwertung. Und Marshall kommt auch nach vorne. Schön. So. Machen wir weiter. Ja. Das ist der Motorsport Manager Mobile 2. Also ich finde es richtig gelungen. Es kostet ja 5 Euro. Ist natürlich jetzt kein geringer Preis, aber muss sagen, das Spiel ist richtig gut gelungen. Und da muss ich fast schon sagen, lohnt sich echt der Preis. Das macht echt Spaß. So, hier sieht man nochmal jetzt Fahrerverbesserung. Rap Marshall kriegt einen Punkt. Das heißt, das zeige ich euch gleich. Genau, jetzt kommt noch das Jungfahrerprogramm. Jetzt kann man hier einen auswählen, dem man jetzt hier einen Punkt gibt. Das sind die Punkte, die man oben bei Verbesserungspunkte sieht dann auch. Kommt einer dazu. Die Punkte, wenn man den Fahrer dann am Ende der Saison einstellt, kann man dann diese Punkte ihm noch dazu verteilen auf sein Potenzial. Aber alle haben hier gerade ein bisschen, naja, Probleme. Aber Donna Henderson hat das höchste Potenzial im Moment. Geben wir ihr den Punkt. So, Geld kommt dazu. So, HQ-Verbesserung ist eine fertig. Teil wurde abgeschlossen, Frontflügel. War 1% schlechter und 17 schlechter. Naja. Trotzdem kriegt dieses Teil auf jeden Fall mein Topfahrer, Samantha Bane. So. Und hat dann auch was, einen Bonus freigeschalten. Gucken wir mal bei ihr. Fahrer macht keine Unfälle, hat sie jetzt auch. Schön. Ja. Startbildschirm. Punkte verfügbar, das wollte ich noch kurz zeigen. Details, kann man jetzt einen verteilen bei Rap Marshall. Ja, Punkt ausgeben. Und ja, Konstanz. Überholen, Kurvenverhalten, Bremsen. Konzentration bestätigen. So. Startbildschirm. Hauptquartier. Genau, da ist jetzt auch was fertig geworden. Sechster Sponsorenslot. Gucken wir mal. Haben auch keine Angebote bisher. Die kommen dann nächstes Rennen wahrscheinlich erst. Ja, gut. Das war Motorsport Manager Mobile 2. Als Angespielt-Variante und als kurz vorgespielt, sozusagen, kurz vorgestellt, meine ich natürlich. Wenn ihr jetzt davon mehr sehen wollt, wie ich weitere Saisons, die Saison weiterfahre bzw. aufsteige,
mit meinen Fahrern und so weiter. Wenn ihr das sehen wollt, kann ich gern noch mehr Videos machen. Schreibt es dann einfach in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten bleibt es dann erstmal bei dem einen Video. Also, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.